Heute stelle ich euch wieder eines meiner absoluten Lieblingsspiele vor, nämlich Dungeon Fighter. Und ich nenne euch 5 Gründe, warum ich das Spiel so klasse finde. Dungeon Fighter ist ein Dungeon Crawler mit Geschicklichkeitselementen. Es ist ein Spiel für 1 bis 6 Spieler ab 8 Jahren, dauert ungefähr mit einer Dreiviertelstunde bis Stunde angegeben. Und das kam ursprünglich schon 2011 raus, damals bei Horrible Games, bei uns im Vertrieb von Heidelberg Games. Und 2021 kam eine neue Auflage raus und jetzt gibt es sogar 4 weitere Versionen. Grund genug, da mal ein Video zuzumachen. Im Endeffekt ist es ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem wir als Abenteurer in einen Dungeon gehen, dort verschiedene Räume aufsuchen, gegen Monster kämpfen, uns dann auch immer wieder mal ausrüsten, indem wir zum Markt gehen und das wertvolle Gold, was wir uns bei dem Kampf mit den Monstern und dem Herumsneaken im Verlies geholt haben, dann wieder ausgeben. Dann kriegen wir tolle Schilde und Schwerter und alle möglichen anderen Waffen, Tränke, die wir einsetzen können. Und dann geht's ab in den nächsten Dungeon, bis dann nach 3 Runden am Ende der Endboss uns erwartet. Der ist dann noch ein ziemliches Biest und da haben wir dann auch gar nicht mehr so viel Flexibilität, um den Platz zu machen, also müssen uns bis dahin gut aufrüsten. Aber der Witz ist eben, das Ganze ist kein klassischer Dungeon Crawler, sondern es hat sehr viele Geschicklichkeitselemente, um nicht zu sagen, Geschicklichkeit ist das zentrale Element des Spiels. Und das führt mich auch gleich schon zu Grund 1, warum ich dieses Spiel so liebe. Der erste Grund, warum mir Dungeon Fighter so gut gefällt, ist wie gesagt dieser Mix aus Thema und Mechanik. Dungeon Crawler ist ein ganz beliebtes Genre und normalerweise machen wir da eine Kampagne und wir haben unser Spielertableau mit einem Helden, einem Krieger, einem Zwerg oder irgendeinem Tank, mit dem wir dann so eine Kampagne bestreiten, immer besser werden und alle möglichen Statistiken bei uns auf unserem Plan irgendwie immer wieder aufpimpen, neue Waffen dazu bekommen, immer stärker werden und ja, irgendwann haben wir den großen Endboss dann vor der Nase und da sind wir dann schon richtig gut, weil wir ganz viele tolle Sachen und Achievements bis dahin halt erreicht haben. Aber all das sind natürlich nur Statistiken, also kleine Tokens, die wir auf unserem Playerboard hin und her schieben und Karten, die vor uns liegen. Aber was das Coole an Dungeon Fighter ist, es nimmt dieses ganze Konzept und bringt es als Geschicklichkeitsspiel auf den Tisch. Und jetzt müssen wir wirklich Skills haben. Also wir müssen diese Skills nicht nur behaupten, wir sind ein Elf, der ganz besondere tolle Sachen machen kann, sondern wir müssen es dann auch wirklich am Spieltisch unter Beweis stellen, indem wir dann versuchen, ja, möglichst gute Würfe hinzukriegen. Und das ist etwas, was dieses Spiel wahnsinnig thematisch macht. Ich würde ketzerischerweise sogar sagen, ich finde es den thematischsten Dungeon Crawler überhaupt. Da werden jetzt die Dungeon Crawler Fans da draußen natürlich laut aufschreien, aber die Tatsache, dass wir hier tatsächlich etwas tun müssen und dass wir unsere echten Skills als Player im Laufe des Spiels verbessern müssen, damit wir das Spiel gewinnen, das finde ich total genial und das macht dieses Spiel auch so besonders. Der zweite Grund, warum mir Dungeon Fighter so gut gefällt, ist wie gesagt das Geschicklichkeitselement, insbesondere wie das in diesem Spiel umgesetzt ist. Es geht im Endeffekt darum, dass wir Würfel auf eine Zielscheibe werfen. Die liegt in der Mitte des Tisches und wenn wir dran sind, dann nehmen wir einen der Würfel. Da gibt es bunte Würfel, die haben auch Spezialfähigkeiten und dann gibt es weiße Würfel, die können wir uns als Bonuswürfel noch dazu holen und müssen dann von der Tischkante aus den auf die Zielscheibe werfen. Er muss vorher einmal den Tisch berühren und dann auf die Zielscheibe rollen und im Idealfall machen wir damit dann möglichst viele Punkte. Und das sieht ehrlich gesagt ziemlich einfach aus und als mir das Spiel das erste Mal erklärt worden ist, habe ich das ehrlich gesagt auch ganz schön unterschätzt. Ich soll von hier auf die Zielscheibe werfen, das ist doch super easy. Ja, dann mach mal. Oh. Ja, das Ganze ist gar nicht so leicht und das Spiel belässt es auch nicht bei diesen einfachen Würfen, denn je nachdem, in welchem Raum des Dungeons man sich befindet, gegen welches Monster man kämpft, welche Items man einsetzt, muss man dann eventuell noch besondere Herausforderungen meistern, um diesen Wurf zu absolvieren. Also zum Beispiel, dass man den Würfel mit der schwächeren Hand wirft oder vom Handrücken schnipst, vom Ellenbogen auswirft, als Gebetswurf oder vom Rücken einer Spielkarte auswirft, vom Kopf aus auf den Tisch schleudert, mit geschlossenen Augen wirft, von der Tischkante auswirft, den Wurf mit süßen Katzenöhrchen durchführt, mit den beiden kleinen Fingern wirft, mit dem Rücken zum Tisch wirft, den Würfel als Abpraller von der Spielschachtel aus auf die Zielscheibe bringen muss. Oder wenn es ganz blöd läuft, müssen wir den Würfel vielleicht sogar von der Tischkante aus mit geschlossenen Augen und mit der schwächeren Hand vom Handrücken ausschnipsen und dann irgendwie die Zielscheibe treffen. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, das führt zu den illustrierendsten Situationen, weil es wirklich echt krasse Herausforderungen sind. Das mit den süßen Katzenöhrchen war übrigens gerade gelogen. Der Rest kommt aber tatsächlich genauso in dem Spiel vor und noch viele andere Sachen mehr. Und das ist wirklich cool, vor allem, weil immer wieder neue Kombinationen entstehen. Und das ist eine Art von Spiel, wie ich sie so auch im Geschicklichkeitsgenre aus keinem anderen Spiel kenne und was dieses Spiel wirklich sehr besonders macht. Und ich finde sogar, dass Leute, die mit Geschicklichkeit spielen, eher nicht so viel anfangen können, trotzdem Gefallen an diesem Spiel finden können. Und das führt mich auch schon gleich zu Grund Nummer 3.
Grund Nummer drei, warum mir Dungeon Fighter so gut gefällt, ist die Tatsache, dass wir die Schwierigkeit dieses Geschicklichkeitselements als Spieler ein bisschen selbst in der Hand haben. Einer der häufigsten Gründe, warum Leute sagen, oh, geh mir weg mit so Geschicklichkeitsspielen, ist ja, dass man die Angst hat, da zu versagen, dass man das nicht so gut hinbekommt und auch, dass man sich vielleicht ein bisschen vom Spiel gespielt fühlt, weil das einem halt so diese lächerlichen und witzigen Situationen vorgibt. Aber bei Dungeon Fighter sind nicht alle Sachen vorgegeben. Klar, wenn wir in einen bestimmten Raum reingehen und gegen ein bestimmtes Monster kämpfen, dann heißt es eben, ja, das muss das mit geschlossenen Augen machen, weil der Raum halt dunkel ist. Oder du musst es vom Boden aus machen, weil du in der Falle sitzt. Aber zum Beispiel die Tatsache, ob wir unsere Items einsetzen, das können wir selber bestimmen. Damit machen wir es uns dann zwar ein bisschen schwerer, aber dann ist der Bonus und der Benefit, den wir kriegen, auch deutlich größer. Aber das ist unsere Entscheidung. Also wir können sagen, boah, ich fühle mich jetzt gerade gut, ich habe das Gefühl, ich kriege das hin, wenn ich zusätzlich auch noch das Ganze aus dem Gebetswurf mache oder quasi mit dem Rücken zum Tisch. Und wenn es dann klappt, ist natürlich umso geiler. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich ja selber die Entscheidung getroffen, dass ich es mir so schwer machen möchte. Und das macht das Ganze ein bisschen leichter verdaulich, dieses Geschicklichkeitselement. Dazu kommt auch noch, wenn man irgendwann mal das Gefühl hat, das Ganze ist irgendwie so schwer von der Kombination, das traut man sich nicht zu oder das ist ja gar unmöglich, wobei das natürlich immer so ein bisschen Definitionssache der Gruppe ist, dann kann man so ein Monster auch mal überspringen. Dann gibt es halt einen kleinen Malus, man verliert ein paar Leben, aber dann zieht man einfach die nächste Karte und hat dann andere Icons drauf und dann kann man da wieder weitermachen. Und diese beiden Möglichkeiten, diese Schwierigkeit selbst ein bisschen zu justieren, führt dazu, dass man sich immer auch so ein bisschen in der Kontrolle fühlt. Also man hat eben nicht das Gefühl, dass das Spiel einem das alles nur vorgibt und ich muss halt einfach machen, was da draufsteht, sondern ich kann es selber beeinflussen. Und das macht dieses Geschicklichkeitselement nochmal spannender. Grund Nummer 4, warum mir Dungeon Fighter so gut gefällt, geht auch ein bisschen in die gleiche Richtung. Geschicklichkeitsspiele, da könnte ich mich ja blamieren. In dem Spiel ist es nicht ganz so schlimm, denn es ist kein kompetitives Spiel, bei dem wir gegeneinander spielen, es ist ein kooperatives Spiel. Also wir hocken alle im gleichen Boot, beziehungsweise im gleichen Dungeon und versuchen eben als Gruppe gemeinsam das zu meistern. Und da geben wir uns gegenseitig auch Tipps und Hilfestellungen und lass doch mich da probieren, irgendwie mit dem grünen Würfel, dann kann ich meine Spezialfähigkeit einsetzen und nimm doch du lieber den oder ich mach mal zuerst, dann ist das Schlimmste schon mal weg und du kannst dann gucken, den Final Blow für das Monster zu machen. Und wenn man dann irgendwie das hinbekommt, dann jubeln alle gemeinsam und wenn man irgendwas nicht hinbekommt, ja, dann fällt man sich halt weinend in die Arme oder muss vielleicht irgendwie vor Lachen vom Boden wieder aufstehen. Aber es ist eine gemeinsame Erfahrung. Wir sind alle zusammen, wie gesagt, in diesem Dungeon. Und es ist eben nicht so, dass irgendeiner, der es besonders schlecht macht, weil er halt noch nicht so viel Erfahrung hat, dann der Letzte wird und total abgeschlagen ist und dann nach drei Runden merkt, er hat schon keine Chance mehr, sondern man ist immer die ganze Zeit involviert, egal wie die Skills sind. Und das ist ein zentrales Element, finde ich, warum dieses Geschicklichkeitselement hier in dem Spiel auch so gut funktioniert. Und der fünfte Grund, warum ich Dungeon Fighter so klasse finde, sind einfach die Emotionen, die da am Spieltisch oder unter dem Spieltisch oder hinter dem Spieltisch entstehen. Denn ich habe selten so geile Momente erlebt, wo ein total schwieriger Wurf dann noch unbedingt gelingen muss und man macht die Augen zu, atmet nochmal tief durch und wirft das Ding und dann trifft man tatsächlich das Bullseye im letzten Moment und killt das Monster noch, weil man sonst das Spiel verloren hätte. Und alle high-fiven und liegen sich in den Armen und das ist einfach irgendwie ein geiles Gefühl. Und selbst wenn es nicht läuft, dann lachen wir halt einfach alle gemeinsam und das führt wirklich dazu, dass dieses Spiel bleibende Erinnerungen kreiert. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, jemand kommt zum Spieleabend und sagt, weißt du noch, letzten Sommer, als wir dieses Eurogame gespielt haben und ich in Runde 4 dann meinen Worker auf dieses eine Feld gestellt habe und dann konnte ich 4 Leben und 2 Holz mir holen, weil ich so viel Spezialfähigkeiten hatte und dann konnte ich gleich 2 Zielkarten erfüllen, weißt du noch? Nee, kennt ihr nicht die Situation? Ich kenne sie ehrlich gesagt auch nicht, weil das sind zwar schöne Momente im Spiel, weil man da belohnt wird für das, was man da strategisch geleistet hat, aber das sind keine Momente, die irgendwie bleiben, die man sich irgendwie noch nach Jahren erzählt. Aber wenn ich den Flo, den Christoph oder den Dennis treffe und ich sage, weißt du noch, vor 2 Jahren, als wir Dungeon Fighter gespielt haben und wir haben irgendwie gegen Flozilla gekämpft und dann hast du den Würfel mit meiner Hand geworfen und dann hast du gerade noch die Scheibe getroffen, dann weiß sofort jeder, was gemeint ist. Jeder kann sich daran erinnern und alle heben das Glas und stoßen an, high-fiven nochmal und dann hat jeder nochmal 3 Geschichten zu erzählen, was er mit Dungeon Fighter erlebt hat, wo er besonders coole Würfe gemacht hat oder irgendwas gerade nicht geklappt hat. Und das ist eben das, was das Spiel für mich ausmacht und was auch generell das Brettspiel-Hobby für mich so ausmacht, dass ich da mit Freunden zusammen mich treffe, an einen Tisch setze und wir einfach gemeinsam einige Stunden richtig Spaß haben und Momente kreieren, an die wir uns in Jahren noch erinnern können. Das ist für mich ein integraler Bestandteil dieses Brettspiel-Hobbys und deswegen liebe ich Dungeon Fighter auch so sehr. Die zweite Edition, wie gesagt, kam jetzt vor kurzem raus. Es gibt jetzt auch 4
hier neue Versionen, das sind auch keine Erweiterungen, sondern alles eigenständige Spiele, wo die Regeln alle so ein bisschen anders noch bewerkstelligt sind, also ein paar extra Gimmicks haben, wirklich viel Variabilität und Abwechslung. Und das Coole ist auch, mit der zweiten Edition haben sie das Spiel auch nochmal gestreamlined. Also es ist einfach nochmal simpler auf den Kern und das, was dieses Spiel ausmacht, nochmal mehr reduziert. Und ich finde die zweite Edition, wie gesagt, nochmal deutlich besser als die von vor 10 Jahren, aber auch das war schon ein cooles Spiel. Wie gesagt, Dungeon Fighter, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Wenn euch das gefallen hat, ich habe noch einige andere Videos gemacht zu anderen Lieblingsspielen von mir. Zwei von denen findet ihr jetzt hier auf der Seite verlinkt. Schaut da gerne mal rein und dann sehen wir uns eventuell gleich im nächsten Video wieder. Bis dann!